Talk it like Louis D. Ladies and Amigos, Gentlemen! Es ist wieder so mit Mittwoch, es ist 5 Uhr. Oh mein Gott, am Tränen wieder mal bei dem Moonwalk. Stimmlicher Moonwalk. Ein stimmlicher es Moonwalk. Es ist time, Mittwoch for Louis D. We're here again. Lautstärke auf! Unser Album droppt nach Podcast los! Dibs, wir sind nur Habibi! Wir sind nur Habibi! Jetzt hoffe ich, es ist morgen und tanzen mit uns und viben mit uns! Jeder wascht es, machen zwei indische Saltos, machen den Boomwalk, gehen zum Kühlschrank, essen zwei Milchschminken, gehen wieder rein! Ja, Mann, ja! Wir sind da, Jungs, wir sind da! Ladies and Gentlemen, we are back in the building! Grüezi miteinander. Hello, danke fürs Zuschauen. Lose D. Hello, bro. What's poppin'? ich glaube, die Leute hören im Fall mehr den Podcast nur zum deine Kacke lachen ja. Hören, als alles andere. Es geht nur um das. No. Ladies and Gentlemen, bevor wir da. Bevor wir es ganz vergessen, wir würden gerne jemanden begrüßen heute. Absolut. Wir sind wieder mal nicht zu zweit. Wir haben jemanden, der uns supportet. Special One. The Special One. Applaus für David Espadea! Yes! Welcome! Hallo hey. Zusammen. Grüezi. Keine Frage. Habt ihr schon mal euch getestet? Das machen wir noch 20 Episoden, tun wir es mal testen. Aber wir würden das nicht machen, aber das haben wir schon jetzt mehrmals gesagt, dass wir die Reaktionen der Leute würden aufnehmen und dann nach uns sagen. Irgendwann machen wir einfach so eine 10er Compilation, weißt du, wo alle Gesichter fallen. Was hast du vorhin eigentlich mit dem Kühlschrank gesagt? Das ist einfach passiert. Es passieren einfach Sachen bei den Intros. Ladies and Gentlemen, ich bin froh, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, David, dass du da mit uns einen Podcast aufnimmst. Dass du dich mit uns unterhaltest. Absolut. Und unsere Standardfrage für den Anfang ist immer die gleiche. Die Standardfrage, immer von Anfang an, wir würden gerne wissen, wer bist du, was machst du? Warte, ich muss mich ein bisschen fassen. Das ist gut. Also, wer bin ich? Ich bin der Davide Spadea. Und ich bin mittlerweile 37. Eigentlich schon fast eher 38. In meinem 38. Lebensjahr. Beautiful. Ja, und was habe ich? Ich bin verheiratet, wie die meisten unter uns. Also, dem Tisch sind alle. Absolut. Alle. Also, wir sind sowieso alle, ja. Und ich habe 4 Kinder. Sehr 11, schön. 8 und Zwillinge. Und ja, mir ist eigentlich nie langweilig. Top. Immer. Das kann man verstehen mit 4 Kindern und einer Frau, die wird wahrscheinlich nicht langweilig. Ja. Das sehe ich. Ja, das ist so. Und in dem Moment, wo es so langweilig wird, Leute mir da kommen vorbei. Ja. Haben wir schnell einen Podcast gemacht. auf eine runde Bierpong mit unseren bezaubernden Becher, die wir da haben. Also ich habe vorher in dieser Montur mit Lackschuhen turnet mit meiner Tochter. Also machen wir das so. Vorstellen? Machen wir das so als Italiener? Einfach aus Prinzip mit Lackschuhen tanzen und turnen. Ich habe mich wirklich in dem Klischee gefühlt, als ich da drinnen gesehen bin mit all diesen Schweizern. Der Einzige, einfach mit Pulli und Anzugshose und Lackschuhen am Turnen. Wie den 90s New York Mafia-Filme. Genau. So, das Kettel habe ich nicht angelegt, aber sonst. Das ist beautiful. David, was können sich Leute vorstellen? Was machst du? Was macht so der David Espadea den ganzen Tag? Ich bin Geschäftsführer von der SSM Partner AG. Darf man das so? Ist das keine Schleichwerbung? Ja. Nein, das darfst du sagen. Also falls ihr einen Job suchen könnt. Nein. Die Firma habe ich mit dem Artan, einem Geschäftspartner, und Claudio vor, wie haben wir die Firma gegründet? Gegründet haben wir sie im 13. Aber zusammen, ja, aber zusammen angefangen zu arbeiten haben wir im 2010. Damals noch alle getrennt. Jeder hat so ein bisschen für sich geschaut. Der Artan und Claudio haben miteinander schon eine Firma gehabt. Dann haben wir noch meinen Cousin gehabt, der eine separate Firma gehabt hat. Und der hat dann eigentlich uns drei so ein bisschen zusammengebracht. Und so ist dann die ganze Erfolgsstory
dann entstanden von der SSM Partner. Ja, damals bin ich alt, bin ich gesehen. 27? 24. Im 2010. Ja, und in der Branche angefangen habe ich im 2008. Das heisst, da bin ich 22 gesehen, nicht ganz. Erzähl mal da wieder, wie bist du überhaupt zu dieser Branche gekommen? Also was hast du? Hast du das auf Anfang an gelernt? Oder, Nein, das kannst du gar nicht lernen. oder bist du gerade eingestiegen? Ja, nein, also ich habe ja, ich bin eigentlich gut behütet in Rothenburg aufgewachsen. Ich bin der einzige Halbausländer im ganzen Schulhaus gewesen, glaube ich. Ja. Bis dann mal ein Albaner kam, dann bin ich nicht mehr gesehen. Du bist gar nicht so gut mehr gesehen. Nein, dort, ja, es ist ja so, wirklich. Also in wirklich? In dieser Zeit? Ja, nein, Rothenburg sicher. Nein, also mein Sohn beispielsweise, der jetzt in Rothenburg in die Schule geht, der ist auch der einzige Ausländer in der Klasse. Was? Mhm. In Rothenburg? Ja. Also ich möchte noch eine separate Ausländerklasse. nein, aber er ist auch der einzige. Und das ist schon damals, ja, irgendwie. Okay. Das Dorf ist so ein bisschen, es ist einfach verdammt teuer. Und dann dann haben wir den Grund jetzt, warum. Wahrscheinlich. Nein, und ja, dort bin ich in die Schule gegangen, nach einer Primar, Sek. Und dann nach der Sek habe ich eigentlich einen Job gewählt, den mein Vater gemacht hat. Er war Gipser. Und ja, du wirst halt so ein bisschen wie. Ich sage jetzt nicht, dass er mich gezwungen hat, Gipser zu werden. Das hat er sicher nicht gemacht. Aber er hat auch nicht. Ich sage, es ist irgendwie wie nie zur Debatte gestanden, dass ich irgendwie etwas anderes machen könnte. Ich bin immer mit ihm arbeiten gegangen, so in den Ferien. Ich habe jetzt so ein bisschen mein Geld verdient für die Ferien dann und für sonstige Sachen, die ich wollte, mir anschaffen wollte. Also in der Schulzeit, in der Ferienschulzeit immer, bist du arbeiten? Eigentlich immer. Also ich sage jetzt mal, immer sicher die Hälfte der Ferien bin ich arbeiten. Okay. Mein Vater hat es irgendwie wie so ein bisschen so halb verlangt. Also im Sinne von, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich komme nicht, dann wäre er wahrscheinlich eher so ein bisschen beleidigt. Okay. Weil es ist ja nicht wirklich ein riesen Schaffen. Er hatte ein Gipsergeschäft. Seine eigene Bude. Genau, seine eigene Bude. Noch und dann hat er eigentlich, ist er vielfach von Baustelle zu Baustelle, Material bringen und so. Und ich bin halt dann mitgegangen und habe ein bisschen aufgeladen und abgeladen. Und ich habe nicht wirklich extrem geschafft. Aber ich war einfach dabei gewesen, oder? Und ja, nachher bin ich halt so in diesen Job reingekommen. Ich war eigentlich bei der Sek. Aus der Sek ist kein einziger auf den Bau gearbeitet. Kein einziger. Okay. Der einzige gewesen. Also nicht nur in meiner Klasse, sondern nicht in allen Parallelklassen. Also was heisst Sek? Was ist in der Zeit Sek? Sek ist einfach das Höchste. Also das Höchste. Kant ist das Höchste. Oder? Genau, Sek nach der Sek. Nach der Sek gewesen. Heute gibt es ja noch Sek A, B, genau, C, was auch immer. Ja, je nach Kanton. Heute sind alle Sek, damit es einfach gut wird. Nein. Jedenfalls, nein, ja, da bin ich nachher in den Bauberuf reingekommen. Ich muss sagen, es ist eine harte Zeit gewesen. Also, man kann es nicht. Also hast du denn die Lehre gemacht bei deinem Vater? Nein, das nicht. Aber trotzdem gibt es ja, das hat er nicht wollen, weil es ist nicht gut, wenn man. Also, oder man hat es früher einmal so gesagt, es ist nicht gut, wenn der Sohn die Lehre beim Vater macht oder im Familienbetrieb. Darum bin ich eigentlich in einen anderen Betrieb gegangen. Und ja, ich sage jetzt einmal so, es war nicht unbedingt so mein Traumberuf gewesen, aber ich habe es durchgezogen. Und es ist, du hast die Lehre fertig gemacht? Ich habe sie fertig gemacht, das natürlich bestanden. Sagen wir mal, schulisch war es easy gewesen. Für mich. Ist es nicht irgendwie, es ist zwar, wie soll ich sagen, es ist zwar total etwas anderes. Also das hat nichts mit dem zu tun, was du in der Schule lehrst, wenn du dann in die Berufsschule gehst. Oder? Ja, ja. Aber ja, die habe ich eigentlich easy bestanden und dann bin ich ja, eigentlich mit meinem Beruf da gestanden. Zudem, in dieser Zwischenzeit ist dann nachher noch mein Vater seine Firma Konkurs gegangen. Mhm. Die Eltern haben sich getrennt, geschieden und ich bin schlussendlich eigentlich mit einem Beruf da gestanden, wo mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Also ich habe nichts gegen einen Bauberuf, im Gegenteil. Also wenn man heute schaut, man findet fast keine guten Fachkräfte mehr. Genau. Es ist halt einfach, ja, heute wünschen sich alle Eltern, dass ihre Kinder irgendetwas studieren können. Langsam geht es ein bisschen die Tendenz, wie es im Ausland ist. Also wie es in Italien ist. Alle gehen studieren und keiner kann arbeiten. Und
Aber auch ich selber musste sagen, es war nicht unbedingt so mein wirklicher Traum gewesen. Ich habe zwar immer davon geträumt, etwas mit Bauen zu machen. Also okay. Ich habe schon als 14-Jähriger, 13-Jähriger habe ich mich Häuser gezeichnet, Wohnungen gezeichnet. Und danach habe ich dann meiner Großmutter damals da gesagt, ich werde irgendwann mal Häuser bauen und Wohnungen verkaufen. Okay, mit 14? Ja. Wow. Wild. Und mittlerweile. Heute stimmt es, ja. Heute stimmt es eigentlich mittlerweile. Machst du das jetzt? Also nicht hauptberuflich, aber ich mache es und ja. Das ist etwas, wo man Spaß macht. Du hast dir schon Props gehabt, du hast eine fette Villa in Italien. Ja. By the way, nie eingeladen worden. Nee. Ich habe keine Ahnung, was Props ist. Aber nehmen wir an, es wird etwas Positives sein. Lob. Ah. Wir sprechen Lob aus. Ah, yeah. Oh, danke. Für das Lob für das, dass ich eben nie eingeladen worden bin. Ja, du musst doch vielleicht kommen, oder? Es ist einfach per Zufall, braucht Luz einen Assistent. Ja, plötzlich. Zum Licht haben. Ich habe das Gefühl, sowieso in der nächsten Zeit, ich werde nur noch erkannt als der Assistent vom Luz. Ja, meinen Sie, das ist ein 1,92 grosser Praktikant, der Luz plötzlich hat. Mit grauen Haaren. Aber erzähl mal da wieder, wie war der Change gewesen, dass du. Also, hast du auch etwas erlebt, dass du da eine andere Richtung hast wollen gehen, nicht mehr in dieser Branche warst? Was hat dich so geprägt, dass du das hast wollen ändern? Also, bist du dann direkt nach der Lehre in die Versicherungsbranche? Nein. Ja, es ist. Was habe ich erlebt? Also, die Baubranche ist eine rauche Branche. Also auch in den Versicherungen wird Rauch miteinander geredet. Oder? Aber. Vielleicht in unserem Teil, wo wir tätig sind, ist es vielleicht ein bisschen anders als in der normalen Versicherungsbranche. Aber es war ein rauchiger Umgang gewesen, oder? Es ist kalt gewesen. In der Schweiz, ihr wisst, wie es ist, da ist irgendwie 50% vom Jahr ist kalt. Oder es war sehr heiß gewesen. Man war ständig dreckig gewesen. Als Lehrling in der Baubranche wirst du in der Regel versklavt, im Sinne von dann drehst du mal einen ganzen Tag einfach Gipsplatten, vielleicht zweite, dritte, vierte Stock hoch. Und das ist halt schon krass gewesen. Also weißt du, sagen, heute sind zwar die Säcke, mittlerweile sind sie limitiert auf 25 Kilo pro Sack zu UWA. dafür musst du einfach zweimal laufen. Ja. Nein, aber ja, damals hat es 40 Kilo Säcke gehabt. Bist du mit, ich bin vielleicht selber fast. Ein bisschen mehr als 40 Kilo gewesen. Nein, übertrieben. Aber ich bin vielleicht, keine Ahnung, 60 Kilo gewesen, oder? Damals, mega dünn. Und musste 40 Kilo in die vierte, fünfte Stock auftragen. Und dann das den ganzen Tag. Und das ist einfach krank. Oder? Ja, voll. Ja. Und das ist, sagen, so ein bisschen sicher gewusst, das werde ich nicht das ganze Leben lang machen. Okay. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, was werde ich machen. Und weil ich nicht gewusst habe, was ich machen will, bin ich nachher eigentlich nach der Lehre, habe ich noch ein Jahr schnell, also ein Jahr ist übertrieben, etwa 9 Monate auf der Branche gearbeitet, weil ich dann nachher im März gewusst habe, ich gehe in die RS. Und dann bin ich dort ins Militär und es war für mich das Militär lockerer gewesen als, also als Baustelle. Ich bin zwar in der Infanterie, also Füsilier, also auch genug streng, aber immer noch weniger schlimm als auf der Baustelle. Gut, das ist ja ziemlich streng, was du machen kannst in der RS. Ja. So ziemlich so. Es ist ziemlich gut, aber ziemlich streng gewesen, aber mir hat das gefallen irgendwo durch, komischerweise. Okay. Oder? Ich hatte auch einen Kollegen dabei aus der Jugend, der mit mir alles durchgemacht hat. Und dann haben wir eine Unteroffizierschule gemacht und sind da in Gossau gesehen. Bist du wo? Bist du irgendwo St. Gallen? Frauenfeld, Thurgau. Das ist ein bisschen weiter weg. Ja. Aber ist egal. Aber die tönen etwa gleich. Nimm jetzt mal einfach so zur Kenntnis. Wie ist es nachher? Nein. Der nächste Schritt, wie bist du? Nachher bin ich Militär gewesen. Nach dem Militär habe ich noch im Militär gearbeitet. Also ich habe dort noch sogenanntes Zeitmilitär gemacht. Das gibt es heute nicht mehr, glaube ich. Das gibt es immer noch. Gibt es noch? Zeitmilitär gibt es noch. Ich also meine, vor 4-5 Jahren zu wieder noch. Okay, wir sind es mal abschaffen. Jedenfalls habe ich das noch Zeitmilitär gemacht und dann noch der dritte RS, wo ich dann ausgebildet habe, habe ich irgendwie mir gesagt, das ist. Also nicht, dass es ein Scheiß ist, nicht ein Scheiß. Es ist eine gute Sache für jedermann.
Und jeder Frau muss halt korrekt sein. Ja. Und für jedes. Ja, das ist jedenfalls, es ist sicher eine gute Sache. Und, aber ich sage, irgendwann ist es mir zu blöd geworden, weil du erzählst eigentlich jedes, also alle drei Monate. Immer wieder das Gleiche. Erzählst wieder das Gleiche. Ja, also von Anfang, also ja, machst wieder, ja, zeigst wieder alles von an. Und das hat mir irgendwann nicht mehr gepasst. Okay. Dann ist per Zufall ein Kollege gekommen. Und dann ist mit einem Auto an einen Geburtstag gekommen. Das ist, glaube ich, Ende Juli gewesen, von einem Kollegen. Und ist mit einem Opel OPC gekommen. Also, wie soll ich das sagen? Damals, ist nicht so wie heute, wo alle mit 18 irgendwo einen Mercedes fahren, sondern er ist mit einem Auto gekommen, das etwa 55.000 Franken gekostet hat. Und für uns, wir sind alle Autos gefahren, die 1000 Franken gekostet haben. Mein Auto hat 100 Franken gekostet. Kannst du dir das vorstellen? Ein Auto 100 Stunden. Danke heutzutage teurer. Was ist das für ein Auto fahren? Was ist das für ein Fiat Uno 1 Liter Motor. Ist aber ein geiles Auto. Jedenfalls, ich habe ein Auto für 100 Franken gehabt. Oder noch müssen das und das und jenes machen, MFK und, yeah, damit ich irgendwie durchgekommen bin. Wir müssen das Radio austauschen, Boxen selber reinschneiden und verlecken. Und das war noch geil damals. Und ja, und dann kam ich zu einem Auto, oder? Und dann ich so, du, Gregor, was machst du eigentlich? Also, ja, weißt du, ich arbeite auf der Versicherung, bla 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 bla. Und dann sagt er, das wäre eigentlich etwas für dich. Ich so, meinst du? Er sagt, ja, du kannst gut reden und so, du könntest eigentlich das gut machen. Wieso machst du es nicht? Ich so, ja, ich bin noch nie auf das angesprochen worden, aber kannst du mir es ja mal zeigen? Also, ja, weißt du, als nächste Woche meldest du dich und dann gehen wir zusammen etwas trinken und dann tue ich dir das erklären. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir erklärt und dann hat er mich einfach knallhart ins kalte Wasser gerührt. Dann haben wir einfach so ein Terminblatt reingelegt, da gehst du auf Muri. Das mag ich mich erinnern, das ist der erste Mal auf Muri, Kanton Aargau. Gehst dort, probierst damals... Also bist du überhaupt angemeldet bei mir, oder? Nein, das hat es damals nicht gegeben. Ah, wirklich? Damals hat jeder Versicherungen verkauft. Aha. Das ist krass. Ist heute mittlerweile besser, zum Glück. Ja. Kann man sagen, ist das heute nicht mehr so, oder? Nein, ist nicht mehr so. Nein, es ist heute schon regulierter. Also damals hast du wirklich... Jeder. Ja. Oder? Also du hättest können, keine Ahnung, Metzger sein und nebenzu hast du ein Formular anlegen. Mach die Versicherung. Du hast bitte Versicherung machen. Ah, okay. Ja, und jedenfalls... Bin ich dann so eigentlich dann reingerutscht in das Ganze. Ich habe zwar am ersten Mal ich habe abgeschlossen, ich habe keine Ahnung gehabt. Also, wenn du dir vorstellen, ich habe etwa 3-4 Stunden vorher die Leistungsübersicht von der Helsana damals, ja, also Progre hat es geheißen, heute heisst es Helsana, bekommen, angeschaut, durchgelesen. Er hat mir gesagt, die und die Päckchen musst du machen, damit es etwas gibt. Ja. Und ich habe eigentlich so ein bisschen mehr gewusst als der Kunde. Und das hat gelangt, weil zum Glück wissen die meisten Leute in der Schweiz nichts über Krankenkassen oder über Versicherung. Das ist eigentlich traurig, aber es ist ja so. Und, ja, also, ist es Krankenkasse gewesen, oder was? Ja, Krankenkasse. Mhm. Und mit dem kleinen Wissen, das ich hatte, konnte ich einen Menschen überzeugen, seine Versicherung zu wechseln. Also ich habe ihm nichts Schlechtes gemacht. Das ist eine super Kasse, auch heute noch. Und so bin ich in das reingerutscht. Und dann habe ich mir eigentlich so Gedanken gemacht, wie, also wenn er, wenn ich jetzt dort so und so viele Franken verdient habe und ich jetzt das würde im Monat oder pro Woche so viel mal würde machen, dann würde ich so viel Geld verdienen. Und dann ist das so ein bisschen, bin ich in die Richtung gekommen, wenn ich jetzt das könnte wiederholen, dann würde ich vielleicht, wenn ich würde 20 Abschlüsse machen, würde ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 7'000 Franken im Monat verdienen. Und dann habe ich im Folgemonat die 20 Abschlüsse gemacht. Oh, okay. Und ich bin von, ich meine, das habe ich im Militär. Militär ist, also Zeitmilitär ist ein Skandal, was man im Zeitmilitär verdient hat damals. Okay. Also ich glaube, ich habe ausgezahlt 3'600 Franken. Oder? Wow. Und ich habe in Herisau gearbeitet, in einer der ältesten Kasernen damals, die es gegeben hat. Und ich musste sogar dort schlafen, weil ich nicht zurück konnte. Ich musste am nächsten Tag wieder um 6 Uhr draußen stehen. Yeah. Und das für 3'600 Franken im Monat. Wow. Und die Lebensunterhaltungskosten im Kanton St. Gallen sind tiefer als in Zürich, oder? Du musst dich korrigieren, ist die Abzähler in der Rode, gell? Ja, du hast doch Gusso. Ah, das Heri soll ich jetzt gesagt, stimmt. Ja, ich bin noch in Gusso hängen geblieben. Schon gut, aber als Ostschweizer müsstest du es schon wissen, würde ich sagen. Noch schnell kurz.
Ich habe sehr Freude, dass endlich... Ja gut, ein Halbschweizer, jetzt haben wir mal... als Gast haben. Bist du Halbschweizer? Mhm. Ja. Das ist eine geile Story. Ein Bruder! Ja. Applaus! Wir sind in Überzahl! Bis jetzt bin ich immer im Überzahl. Nein, der Maurus ist auch... Grüße an Maurus. Der Maurus ist auch. Das erste. Aber bis jetzt haben wir nur... Weil du das immer gesagt hast. Hast du gesehen? Ja? Nein, jedenfalls... Beautiful. Wo sind wir stehen geblieben? Bei der Kaserne, dass du... In Harrison. Ja, dass du nicht so viel verdient hast. Katastrophe. Jedenfalls dort. Und dann habe ich eben einen Monat das gemacht und bin auf etwa die 6.000, 7.000 Franken gekommen. Für mich natürlich eine Verdopplung vom Einkommen gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt würde selber telefonieren und würde den Leuten anrufen in meiner direkten Umgebung, ich habe damals zusammen in Bruck gewohnt, dann müsste ich nicht so weit fahren. Ich könnte die Leute aus der Umgebung terminieren und abschließen. Und dann könnte ich vielleicht sogar schaffen, 10.000 Franken im Monat zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich das umgesetzt, habe ich das gemacht, bin Bücher kaufen, bin so in Ding, Ex-Libris und so, und habe Beobachter, Krankenkassen, so eigentlich das, was für einen Privatkunden, also für einen Kunden ist, oder? Habe ich eigentlich gekauft, gelesen. Selber im Büro. Dann habe ich die anderen Leistungsübersichten, von der CSS bin ich geholt, bei der CSS-Agentur, von der Helsana Iria-Ding, von der Visana das. Aber du hast immer noch geschafft? Nein, ich habe nur das gemacht. Okay. Und dann habe ich eigentlich die Leistungsübersichten von allen auswendig gelernt und habe eigentlich dann gewusst, was die anderen zahlen oder anbieten. Und so habe ich mir mein Fachwissen selber... Okay. Also, wie soll ich sagen, es hat nicht damals so gegeben, dass man in eine Produkteschule gegangen ist, wo angeboten wurde, sind Kurs, du kannst einen Kurs besuchen, sondern das hast du dir einfach beigebracht. Learning by doing, selber müssen. Genau. Und dann habe ich nachher angefangen, selber zu terminieren. Habe ich einfach damals noch erlaubt gesehen. Okay. Telefonliste rausgelassen. Irgend so ein Programm gegeben, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Habe ich die Telefonnummer rausgelassen und einfach angefangen. Kaltakquise. Einfach Lineal, Stift, angerufen, nein, durchgestrichen. Und so konnte ich pro Tag 3-4 Termine setzen. Und dann bin ich die besuchen. Und dann bin ich dann plötzlich bei diesen 10.000 gesehen. Und als ich den 10.000 hatte, dachte ich, wenn ich das so und so noch etwas verbessere, könnte ich vielleicht auf 15 raufkommen. Und so habe ich dann einfach gedacht, wenn ich jetzt würde andere Leute telefonieren für mich, dann könnte ich das ja noch multiplizieren. Und da habe ich mit 21 nachher ein Callcenter, 22 vielleicht, habe ich ein Callcenter aufgemacht in Luzern. Okay. Und da haben eigentlich dort, glaube ich, etwa 6-7 Damen und Herren für mich telefoniert und ich bin eigentlich nur noch ausführen. Und irgendein ist... Und die nur für dich telefoniert oder auch für andere? Nur für mich. Ich habe also sind das deine Angestellten gewesen, oder? Oder ist es einfach gemietet? Oder ist nein, ich habe eine Firma gesehen. Ich habe an der Mayhofstrasse davor, in Luzern, habe ich ein Büro gemietet für 860 Franken im Monat. Eingerichtet, Telefon gekauft, Leitfäden erstellt für sie, Listen rausgelassen, Laptops gekauft, dass sie können, also Computer sind es noch damals gewesen, dass sie können terminieren. Und so habe ich nachher eigentlich dann plötzlich irgendein ist zu viele Termine gehabt. Okay. Oder? Und dann habe ich dann angefangen, Leute, die mit mir in meinem Business gearbeitet haben, zu motivieren, auch Termine von mir zu nehmen und über mich die Verträge abzuwickeln. Also über meine Firma dann schlussendlich. Und, also hast du dort einfach das Callcenter als Firma gehabt oder schon selber die Versicherung? Ich habe es als Privatperson zuerst gemacht. Ja. Oder also einfach als Einzelfirma. Ja. Und nachher, wo es dann grösser geworden ist, ich glaube im 11. habe ich meine Firma dort gegründet und dann über die Firma abgewickelt. Okay. Und nachher eben dann mit Arthur und Claudio dann zusammengekommen, zuerst alle in dem Büro, wo ich war. Was war das 2011, wo du zusammengekommen bist? 10, 11. Okay. Und nachher, wo wir dann, ich sage jetzt mal, keinen Platz mehr hatten, haben wir dann auch an der Zürichstrasse in Luzern dann ein grosses Büro bezogen, wo etwa, glaube ich, am Schluss sind es etwa 400 Quadratmeter gewesen. Und das ist, und dann verschiedene
Vermittler, Angestellte, dann auch erste Backoffice-Angestellte müssen haben für den administrativen Aufwand. Ja, und so ist das eigentlich sukzessive entstanden, oder? Also Step by Step. Wie du erzählst, mit 20 schon so ein Denken von Geld, wie du gehabt hast, weißt, dass du immer mehr hast wollen, dass du schon denkst, ah, wenn ich jetzt so viel und wenn nachher noch andere Leute von mich telefonieren, von wo hast du das Denken, wie hast du das angeeignet, dass du nachher immer hast wollen mehr wachsen oder von wo ist das gekommen? Also eigentlich ist das, ich habe das noch schwierig zum, ich habe nicht irgendwo ein spezielles Denken gehabt. Ich sage, was ich auch heute noch mache, ich tue extrem viel mit mir selber reden. Okay. Also das, was ich euch vorher gesagt habe, wenn ich das und das würde machen, dann könnte ich nachher das und das machen, erreichen. Das habe ich mir effektiv selber gesagt. Ah, wirklich? Also ich habe es zwar nicht ausgesprochen, sonst also hat es ein bisschen komisch. Ja. Aber ich habe immer wieder mit mir selber geredet im Kopf. Und eigentlich immer wieder, und das mehrmals am Tag, über das gleiche Thema, oder? Und eigentlich mir das wie, ja, heute sagen wir ja, manifestiert, oder? Und ich habe nie gedacht, dass ich das manifestiere, sondern ich habe einfach gedacht, das ist meine Taktik, das ist meine Strategie, dort wollte ich, so wollte ich es erreichen. Und sicher auch, ich war jung und ich habe nicht zweimal nachgedacht. Also ich habe es einfach gemacht. Okay. Oder? Oder ich habe zum Beispiel im 2009 dann ein Grundstück kaufen im Malters. Ja. Und ich habe kein Geld gehabt, um das zu zahlen. 23 in dem Fall? 2009, ja. 23, ja. Früher? Ich habe ein Grundstück, das waren etwa 2.500 Quadratmeter Land damals. Nee. Und ich habe nicht das Geld gehabt, um das zu kaufen. Okay. Aber ich habe gewusst, ich werde in einem Jahr das Geld haben, um das zu kaufen. Ah. Oder? Da habe ich einfach in dem Eigentümer angerufen. Dann habe ich ihm gesagt, eine Frage, eine spezielle Frage, aber wären Sie bereit, in mir das Land für 1.500 Franken im Monat zu vermieten, zu pachten, ja. Oder? Und ein Jahr, 18.000, und wenn es nicht wird, wenn ich es noch nicht könnte einlösen, dann nochmal ein Jahr für 18.000. Also ihr könnt einlösen, wenn dann nicht könnt kaufen. Dann. Ja. Und danach sagt er, hätte er noch nie gehört so etwas. Also, dass wir jetzt gerade das Land mieten. Oder? Aber, Bauland, oder? Bauland, ja. Es war halt auch nicht die Zeit wie heute, oder? Wo du es... also heute ist es wieder ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal, wie in den letzten 10 Jahren, wo du hast können für 1% eine 10-jährige Hypothek abschließen, oder? Sondern dort waren die Hypotheken irgendwo bei 3-3,5% gewesen. Und es war nicht so einfach, jetzt einfach ein Land zu kaufen. Okay. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich glaube, etwa 650.000 oder dort umeinander. Oder? Und nachher hat er gesagt, er hat zugesagt. Er hat wirklich zugesagt. Er hat gesagt, ja, ist gut, machen wir. Und dann habe ich das Land davon gepachtet. Dann habe ich einfach 1.500 Franken im Monat in dem überwiesen. Jeden Monat. Und habe in der Zwischenzeit geplant. Dann habe ich einen Architekt verwünscht, der mich eigentlich wollte verarschen. Ich habe dann das erst etwa 2 Jahre später herausgefunden. Ich habe ein Jahr lang mit einem Projekt geplant auf dem Land, wo er gar nicht für mein Projekt gezeichnet hat. Ach, sondern für jemand anderes, für irgendetwas. Es ist unglaublich. Okay. Er hat nur einen Fehler gemacht. Er hat in meinem Vater eine Gipserarbeit gegeben, im Wald Zürich. Oder? Ja. Und dann sagt mein Vater, du, David, es ist jetzt mega speziell, was ich dir sage, aber ich glaube, dass dieser Block genau der gleiche Block ist, wie der, den du im Alter solltest machen. Das ist der gleiche Architekt. Ja. Oder? Nicht so was. Und dann bin ich dort rausgefahren, bin das anschauen und dort effektiv genau das gleiche, der genau gleiche Block, einfach Copy-Paste genommen, und dort eingesetzt und es wäre gar nicht möglich gewesen. Bei dir in Malters? Ja. Von den Flächen her hättest du gar nicht können machen. Krass. Und dann, das ist meine erste Erfahrung. Dann habe ich den Architekt gewechselt, der ist zwar nicht viel besser gewesen, aber mit ihm konnte ich wenigstens können das Projekt realisieren. Ja. Und dann habe ich mit 2012 8 Terrassenwohnungen gebaut. Wow.
in Malters. Und das war so mein erster Einstieg eigentlich in den Traum oder in die genau. Vorstellung, die ich als Kind hatte. Wo deine Großmutter damals genau. gesagt hat. Ich habe gesagt, Grossmami. Also das Grossmutter Schweizer sitzt. Ich so, Grossmami, mit 30 will ich Millionär sein. Sie so, ja, hör auf. Wie alt bist du? Mit 14? Nein, mit 13. Vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Wirklich? Wow. Krass. Und dann weißt du, ja, sicher nicht. Also. Aber hast du dir in der jungen Zeit immer Gedanken gehabt, ich will Millionär werden? Das ist mein ja. Ziel. Also weißt du, wenn du das mit 13 schon gesagt hast, bist du schon relativ. Relativ ja. früh unterwegs. Gut, aber weißt du, wenn Eltern vielleicht, ich glaube, wenn Eltern noch, dein Vater ist selbstständig gewesen, weißt du, dann hast, ja. hast du vielleicht nochmal ein bisschen mehr businessmäßig was mitbekommen. Ja, sicher auch. Ich habe sicher gesehen, dass mein Vater gegenüber meinen anderen, ich sage jetzt mal, Verwandten, die ich hatte, also jetzt nehmen wir zum Beispiel meine Tanten und meine Onkel, die, ärmlichen Verhältnis aufgewachsen sind, Baselstrasse in Luzern und einfach, oder in Litau so ein bisschen in eher ärmlichen Verhältnissen gewohnt haben, ist uns natürlich schon viel besser gegangen als innen. Mhm. Und sei es, was das Wohnen anbelangt, was aber auch die Autos anbelangt. Aber irgendwie, aber nicht reich. Also nicht sich vorstellen, wir sind reich gewesen, überhaupt einfach, uns ist sehr gut gegangen. Ja. Oder? Wir sind trotzdem auf Kalabrien, jedes Jahr auf Kalabrien in die Ferien, immer. Oder? Und wir haben nicht irgendwie eine Wohnung gehabt für uns, sondern wir haben einfach bei meiner Großmutter gewohnt. Also das ist einfach so ein bisschen auch, glaube ich, auch die Mentalität ist ein bisschen anders gewesen. Mhm. Es ist jetzt nicht unbedingt, eben wie jetzt das Haus, das ich jetzt mittlerweile habe, da unten, so etwas hat niemand gehabt. Ja. Ich finde es vor allem beeindruckend. Du hast jetzt vorher gesagt, du bist nachdem du die Lehre gemacht hast, bist noch 9 Monate weiter am Arbeiten in der Gipserbranche oder ja. der Baubranche. Nachher bist du ins Militär gegangen. Relativ viele kleine Wechsel. Dann hast du gesagt, deine Eltern haben sich dort noch gescheiden. Ja, das war ein bisschen vorher. Das ist, im Militär bin ich im 2006 und geschieden haben sich, glaube ich, im 2002, irgendwo dort umeinander. Was für ein Jahrgang bist du? 86. Also mit 16 schon auch einschneidendes Alter, weißt du? Ja, vor allem. Dann das ganze Mindset noch mitnehmen, wenn das Ganze vielleicht noch verarbeiten musst. Ja. Schon. Es ist ein bisschen spezielle Zeit gewesen. Also dort, wo meine Eltern sich getrennt haben, wie soll ich sagen, mein Vater ist gegangen von daheim. Meine Mutter dementsprechend so die betrogene und verlassene Ehefrau gesehen. Und ich bin sehr vaterbezogen gewesen, also okay. extrem. Fußball, einfach alles, was ich irgendwie immer mit meinem Vater gemacht habe. Also hobbymässig. Und dort hatte ich natürlich nicht gern, wenn man schlecht über ihn geredet hat. Das war für mich wie ein persönlicher Angriff. Und ich kann mich noch eben einen speziellen Abend erinnert, hat nachher meine Tanten. Also meine Tanten haben mit meiner Mutter geredet. Also meine Tanten nicht. Mami Seite? Nein, eben nicht. Vater Seite? Also die Schwester von meinem Vater haben mit meiner Mutter schlecht über meinen Vater geredet. Ja. Und dann bin ich irgendwann von oben runtergekommen, ich das zugelassen. Also, weißt du, so wie die Kinder, die halt bei der Treppe versteckt zuhören, was die Eltern ja. reden. Ja. Und dann bin ich runtergekommen und gesagt, könnt ihr jetzt alle mal ruhig sein, sonst könnt ihr heimgehen. Ja. Der Mann im Haus, du. Ja, so etwas in dem Stil. Und dann war Simone mit mir auch oben am Zuhören gewesen, oder? Und dann meine Mutter mega hässig geworden und dann hat sie mir Details gegeben. Ja. Und dann hat sie mich rausgeschickt. Das hat zu meinem Vater gegangen. Oh, und ist Herz gewesen. Und ich hatte auch stolz gegründet, nicht mehr zurückwählen. Ja. Oder? Oh. Und dann bin ich nachher zu meinem Vater, der ist mich der Regen am, ich schätze, es war etwa 10 Uhr am Abend gewesen, ist er mich abholen. Bei uns daheim in Rotenburg. Und dann bin ich eigentlich zu meinem Vater gegangen und habe dann dort
ja, ein paar Wochen auf so einem Liegebett geschlafen. Also nicht eine Matratze, einfach so ein Liegebett. Und nachher sind wir dann nochmal gezügelt und dann hat so die Zügel-Odyssee von mir angefangen. Ich war all Jahr irgendwo nicht anders gesehen. Und dann haben noch die Schule gewechselt, dann wieder zurückgewechselt und dann hat sich dann mein Vater mit der neuen Freundin wieder getrennt. Dann sind wir wieder nicht mehr anders gewohnt, in Emmenbrück wieder. Also ich glaube, insgesamt habe ich etwa, glaube, 16, 17 Mal in meinem Leben gewechselt. Aber du, nachdem bist du nicht mehr zurück zu deiner Mutter? Ich bin nicht mehr zurück zu meiner Mutter gegangen. Und dann, irgendeinmal bin ich, glaube, etwa 16 gewesen. Nein, nicht ganz. 16. Ich hatte einen Roller. Da muss ich etwa 16 sein. Ja. Früher, wie du erzählt hast, früher sind viele wilde Sachen passiert. Das ist vielleicht, ja. Du bist sicher auch schon früher gefahren. Nein, jedenfalls sind wir nochmal gezügelt auf einer Brücke. Und dann, irgendwann kommt mein Vater und sagt einfach: David, ich zügle auf Italien. Er ist ausgewandert. Ja. Wow. Und ich so, und ich? Ja, du kannst zu deiner Mutter gehen. Wieder wow, okay. Und dann nachher, ich war bei der Lehre gewesen und nicht einfach können, mich verpissen, oder? Und dann ist er gegangen. Ich hatte dann einfach noch eine Wohnung gehabt. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Wohnungsabgabe gemacht. Keine Ahnung, wer dann schlussendlich. Es waren einfach noch Möbel drin. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Krass. Einfach tschüss. Also wie, hast du von heute auf morgen oder von jetzt? Ja, nicht gerade von heute auf morgen, aber so plus minus. Ja. Ich bin gegangen. Und ich musste noch die Wohnung irgendwie. Ich habe dann gesagt, du, ich meine, ich bin 16, ich habe keine Ahnung. Ja. Plus bist du auch nicht du im Mietvertrag. Ja, und dann bin ich, das kommt noch dazu. Und dann bin ich zu meiner Mutter wieder zurückgegangen. Eigentlich hat mich das gestresst, aber ich habe es dann gemacht. Ich hatte keine andere Wahl. Oder? Und nachher muss ich sagen, ist aber das Verhältnis mit der Mutter wieder besser geworden. Oder? Aber das Verhältnis mit dem Vater, obwohl er die Sachen alle gemacht hat, ist nie schlecht gewesen. Das ist eigentlich nur stündlich. Und nachher bin ich dann zu der Mutter gegangen und in Emmenbrück. Oder so, sagen wir mal, 16 bis 20 und dann mit 21 wieder auszogen. Ja, aber darum, ich sage, das ist schon, weil wenn das alles privat zum Laufen ist und du hast da businessmäßig so, dich so einfach so ins kalte Wasser und wild selber mit Callcenter machen, das ist das schon wild der Film. Ist, manchmal frage ich mich schon, wie das geschafft hast. Nein, ob ich es heute noch einmal würde trauen, in dem Stil zu machen, glaube ich. Heute würde ich zweimal überlegen, das ist wahrscheinlich eben genau der. Das Falsche. Was würdest du denn anders machen? Also weißt du, was würdest du dir jetzt für einen Tipp geben, wenn jetzt du nochmal so als wilder 21-Jähriger einfach würdest sagen, ey, ich will Termine, ich will Sachen machen. Ich würde es genau gleich machen. Schlussendlich. 1:1. Genau gleich. Ich meine, es ist ja schlussendlich alles gut gekommen. Ja. Oder? Aber ob ich gewisse Sachen nochmal würde machen heute, weiß ich nicht. Oder? Also, aber nicht, dass sie falsch waren, sie waren richtig. Aber hätte ich nochmal den Mut, das zu machen? Das ist die Frage. Das ist schwierig. In der gleichen Ausgangslage. Ja. Aber ich denke, das hat sich. Und dann nachher. No risk, no fun. Absolut, ja. Und dann ist nachher von dem Callcenter Flow, wo damals CTK ist, ist dann von dort lang gegangen, bis das SSM gegründet worden ist? Oder? Nein, es ist eigentlich parallel gelaufen. Und dann haben wir eigentlich das Callcenter nochmal vergrößert. Und dann haben wir eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr vorausschauend, weil wir haben die politische Entwicklung weiter, also sagen wir mal, verfolgt. Mhm. Und es ist immer mehr, ich sage jetzt einmal, dazu gekommen, dass Kaltakquise oder das Callcenter verboten wird. Ist noch nicht gewesen, aber es ist, so im Aufgleis. Genau. Und was eben auch noch war, ist, wir haben noch gewusst, dass Gesellschaften, die uns mit Terminen beliefert haben, die werden die Termine einstellen. Mhm. Also sie haben sich von dem komplett distanzieren. Und dann haben wir eigentlich damals, per Zufall, hat mir mein Cousin, der Simone, gesagt, du, schau, magst du dich erinnern an Ferdi? Ich so, ja, mag mich erinnern. Also ja, der Ferdi hat in Kosovo ein Callcenter aufgemacht. Dann habe ich gesagt, okay, top, sollen wir doch mal anrufen. Der hat mir angerufen. Das ist Callcenter da, nachher drinnen in Kosovo. Er ist in Kosovo. Dann
hat er mir angerufen. Wir sind überall. Hey, das bin ich dort oben gegangen. Mit dem Artan. Ich weiß nicht, ob der Claudio am ersten Mal auch dabei war. Und dann sind wir das Callcenter anschauen. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die, also, jetzt müsst ihr mal. Also die Scheiben sind kaputt gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach über die Scheiben Gipskartonplatten geschraubt. Im Büro dort. Im Büro. Der hat es einfach. Wir lachen heute immer noch so. Der hat es einfach. Mit im Büro Löcher gehabt. Okay, Boden. Am Boden. Und dann ist einfach mit so einer Schalttafel drüber gelegt. Oder? Und ich habe ihm gesagt, Ferdi, hey, da musst du rausgehen. Wir suchen dir etwas anderes. Wir zahlen es dir irgendwo. Das kannst du doch nicht machen. Und dann haben wir ein anderes Büro genommen. Es hat zwar wieder ein Loch gehabt. Ja, nein, es ist aber ein Loch für eine Treppe eigentlich. Ah. Oder? Aber sie haben keine Treppe reingebaut. Jedenfalls haben wir dann das wieder müssen mit Hölzern. Dann haben wir es ein bisschen professioneller gemacht. Haben es dann zugemacht und es hat das eigentlich so ein bisschen angefangen, dass wir dort unten noch ein Callcenter hatten, wo uns eigentlich relativ günstig ja. können mit Terminen beliefern, damit ah. wir können, ich sage jetzt mal, den Stand beibehalten. Oder? Ja. Und so noch dies noch, nachher auch mit vor allem mit Vermittlern, die wir zusammen geschafft haben, haben wir eigentlich, ich muss mir vorstellen, am Anfang waren wir das Vierte, also wir drei und eben mein Cousin, wo mit uns zusammen als erster Partner zusammengearbeitet hat. Mhm. Und nachher haben wir etwa so 1200 Kunden im Jahr versichert. Plus minus. Oder? Und noch dies noch ist es eigentlich dann auf 2500, 3500, 5000, 7000, 9000. Krass. Bis wir am Schluss nachher eigentlich im 2020 ist eigentlich oder 19, nein, 20. Das war eigentlich das beste Jahr dann schlussendlich, gewesen, wo wir dann 20'000 Kunden im Jahr versichert haben. 1200, so da wollen wir Applaus da. Ja, aber den darf man nicht vergessen. Von 1200 auf 20'000. Wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt? Also jetzt 2020? 2020 sind wir etwa... Also Mitarbeiter sind nicht so viel gesehen, wir haben viele Partner damals noch, aber Mitarbeiter sagen wir mal etwa 40. Okay. Aber über ein Netzwerk von über 160 Partner. Wow. Und noch einer dann eben ist dann, sagen wir mal, der Florent, den wir auch schon gehört haben. Der letzte. Ist auch wieder, dort ist er sehr visionär gewesen. Also er hat dann dort gesagt, wir müssen einen eigenen Vertrieb aufbauen. Also nicht mit Partnern arbeiten, wie wir es vorher gemacht haben, sondern wir müssen einen eigenen Vertrieb haben. Und für das hat er nachher den Manuel Gomez geholt. Schaut auch zu Manuel Gomez, das ist das vor, das vor einer Stunde da gewesen. Sicher? Ja. Siehst du? Ja, du hast jetzt zwei Nehmer erwähnt, ja, genau. Beide da gewesen sind. Lol. Lose the lab. Genau. Also die 160 Partner, die noch kennen, die kommen alle in den Podcast. Geil, krass. Jedenfalls, ja. Jetzt ist der Manuel zu uns gestossen und mit seinem Wissen im Bereich Vertrieb, mit der letzten Visionen, die er hatte, mit dem IT-System vom Pero, das wir hatten, und mit der Struktur und der finanziellen Power, die wir hatten, haben wir eigentlich einen riesen Vertrieb können, aufbauen, wo nachher dann wo wir nachher haben können weiterverkaufen an eine sehr namhafte Versicherung in der Schweiz. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Höhepunkt gewesen, wow. in der Karriere momentan, bis jetzt. Wann ist denn der Verkauf? Wann hat der Stand gekommen? Im 21. Im 20. ist es aufgeleistet gewesen, und im 21. ist es dann verkauft worden. Hammer. Wieso eigentlich SSM? Das ist Selmanei. Für Artan, vom Artan, okay. Padea für mich und Musto ist der Claudio, den kennst du, glaube ich. Nein, den kenne ich nicht. Ja. Ja, das ist so die. Uns ist eigentlich nichts in den Sinn gekommen. Ich mag mich erinnern, wir waren am Fellnessen in Deutschland. Ich, Claudio, Roberto, der Cousin und noch ein Kollege. Und dann haben wir den Artan steht nicht mitgekommen. Und dann sind wir am Essen am Tisch und mit dem Artan am SMS schreiben und
hey, was meinst du zu dem? Und dann irgendwann habe ich geschrieben, ja, was meint der SSM-Partner? Also komm, scheißegal, SSM-Partner. Ja. So ist das entstanden. Es ist eigentlich nichts spektakulär. Yeah. Das heisst auch nichts, hat auch nichts mit Versicherung zu tun. Ja, ja. Absolut. Ich habe noch eine Frage gehabt. Du hast gesagt, mit 23 hast du deine erste Immobilie gehabt, ist das richtig? Ja. In dieser Zeit hast du schon recht gut verdient, in dem Fall, oder? Müssen. Und wie ist das so, weißt du, wenn du so jung bist, du bist ja gar nicht so reif, dass du mit so viel Geld kannst umgehen. Was hast du da gemacht, dass du nicht abgehoben bist? Oder, ich weiß auch nicht, weißt du, viele, die so schnell, so jung Geld verdienen, höre oder kann ich sehr viel hören, dass sie sich schnell verloren haben? Das ist eigentlich für mich sehr einfach gewesen. Du kennst mich gut, ja. Der Randy kennt mich weniger gut, aber mittlerweile kennt er mich auch. Ich habe aus den Fehlern, die mein Vater gemacht hat, gelernt. Mhm. Also ich habe gesehen, was er gemacht hat und ich habe all diese Sachen nicht gemacht. Ich habe nie, das sind eigentlich, ein Mann hat, sagen wir mal, drei Laster. Das ist Spielsucht, Frauen und Autos. Das sind, wenn du diese drei Sachen kombinierst, und wenn du es noch schlimmer machst und noch Drogen hinzufügst, wirst du zwangsläufig nie Erfolg haben. Unmöglich. Das ist so. Oder? Und das ist etwas gesehen, was ich gesehen habe. Auto, Frauen, Spielen ist Todsünde. Und für mich habe ich entschieden, dass ich diese Sachen, die werden mich nie prägen. Also klar, ich muss jetzt sagen, ich habe heute habe ich auch ein teures Auto. Aber das Auto ist bar zahlt. Ja. Ich habe nicht ein Leasing gemacht. Oder, aber ich habe zum Beispiel, wenn du euch vorstellst. Was ist das Auto? Ein Tesla. Nein, das andere. Also, Bobbycar. Ein schwarzes. Ein Bobbycar. Jedenfalls, ich habe zum Beispiel ich habe schon weit über. Ich wollte nicht überblöffen, aber ich habe weit. Sagen wir mal, sechsstellig verdient, oder? Und bin immer noch ein Smart gefahren. Wow. Oder? Und dann habe ich irgendeinmal, hat mich dann der Artan und der Claudio überschnorrt, ein X6 zu kaufen. Okay. Oder? Also eigentlich hat der Claudio es immer inszeniert, hat immer für sich die beste Kondition rausgeholt und hat mich und Artan gezwungen, das gleiche Auto zu haben. Jedenfalls habe ich das erste Mal die X6 gekauft, wo er ganz frisch rausgekommen ist. Und das war natürlich ein Panzer gewesen, nee, in dieser Zeit. Das war das Auto gewesen, oder? Ja, voll. Und das habe ich wirklich, ich weiß nicht, wenn das rausgekommen ist, im 14, glaube ich. Ja. Oder? Also ich habe eigentlich schon lange mir das Auto können leisten oder ein ähnliches Auto und ich habe es nicht gemacht. Ich habe wirklich mit einem Smart zu den Kunden gegangen. Ich glaube, noch ein Fiat Bravo habe ich noch gehabt. Und ich habe, wie soll ich sagen, nachdem ich die X6 hatte, habe ich zum Beispiel immer etwa zwei Strassen weiter weg parkiert, damit mich die Kunden nicht sehen, mit welchem Auto sie kommen. So image-technisch dich will. Ja, weil. Dezent, also, das hat dich gestört. Es hat mich gestört. Dich dezent präsentieren. Oder kommt darauf ab, mit was für Kunden du zu tun hast. Oder wenn du Kunden hast, wo selber du siehst oder gewusst hast, die haben Geld, dann hast du das können machen und ohne Probleme mit dem Auto vorfahren. Aber wenn du zu einem Kunden gegangen bist, der irgendwie, keine Ahnung, 4.500 Franken verdienen tut und du kommst mit einem X6, der irgendwie damals 120.000 Franken gekostet hat, hat das ein schlechtes Bild abgegeben. Und ich habe eigentlich immer geschaut, dass es so ein bisschen ein gutes Bild mich anpassen. Mhm. Und was würdest du für Tipp denn voll an junge Unternehmer oder Selbstständige geben, die jetzt vielleicht neu gestartet haben in der oder ihren Traum verfolgen, was für einen Tipp würdest du ihnen geben, dass sie so noch einen Erfolg haben? Schlussendlich geht nichts über den Fleiss. Mhm. Also du kannst nicht erfolgreich sein, es kommt nicht einfach so von allein. Das ist unmöglich. Absolut, ja. Es ist unmöglich. Also klar, es gibt auch Leute, die Glück haben. Die gehören im Lotto und dann sind sie Millionär. Aber in der Regel, genau bei denen, geht es dann auch wieder schneller weg. So ja, schnell ist nicht konstant. Ist nicht konstant. Also ich sage, schlussendlich braucht es den Fleiss.
wenn du fleissig bist, wenn du das, was du machst, jeden Tag machst, kommt irgendeinisch automatisch aufs Geld. Also es ist unmöglich, dass du arbeiten tust, fleissig bist und versuchst, dein Bestes zu geben und es klappt nicht. Es ist fast unmöglich. Mhm. Sicher, du kannst einen riesen Pech vorgesehen und dann klappt es bei dir trotzdem nicht. Mhm. Aber das ist einmal das Erste. Und das andere, das, was ich vorher gesagt habe, vor allem bei Männern, die drei Sachen. Die drei Taus, und das sind für mich, wenn du es schaffst, die von dir wegzuhalten, oder? Mhm. Die drei Laster, wenn du das hinbringst, dann verbrötelst du dein Geld nicht. Oder? Weil das Wichtigste ist am Schluss immer, dass du, weil das Geld, das du verdienst in einer Firma, ist ja nicht verdient für dich. Ja. Du hast Kosten, du musst die können zahlen, du musst Pensionskasse können zahlen, Sozialversicherungsbeitrag können zahlen, du musst Miete können zahlen. Und das ist etwas vom Wichtigsten, dass man auch ein gewisses Polster sich zuerst tut, anschaffen. Mhm. Weil wenn man selbstständig wird, kommt es nicht gerade von heute auf morgen. Also, genau. Und es gibt vielleicht, du weißt es selber, es gibt vielleicht einmal auch eine Phase, wo es vielleicht nicht so läuft, wie du es gerade vorstellst. Und die musst du können überbrücken. Und dort, glaube ich, dort ist es in vielen, vor allem in unserer Branche, zum Verhängnis geworden, weil sie das Geld, das sie verdient haben, das Gefühl haben, das ist ihres. Ja, okay. Oder? Also im Sinne von, sie können es jetzt ausgeben. Ja. Und dort, ich denke, dort scheitern die meisten Leute. Scheitert an dem, dass sie das Geld für Sachen ausgeben, die im Moment nicht nötig sind oder nicht im Interesse des Unternehmens. Also wir haben immer... Ja, wenn du selbstständig bist, bist du halt du ein Teil des Unternehmens, dann musst du halt mitkalkulieren. Ja, ist es so. Und ich sage, wir haben ja hier die Liegenschaft gekauft, nicht da, wo wir uns gerade befinden, aber die nebenzu. Und wir hatten das Geld, wir mussten dort ein Eigenmittel blockieren. Die Eigenmittel, die sind ja in unserer Firma gesehen. Und wir hätten die auch können einfach uns auszahlen also Lohn, ja. Und ein bisschen etwas machen mit dem, privat. Mhm. Oder? Aber wir haben gesagt, nein, wir tun immer zuerst versuchen, das Geld, das wir verdienen, in die Weiterentwicklung des Unternehmens zu investieren. Und so haben wir eigentlich immer sukzessiv unser Unternehmen verbessert. Oder? Bis wir dann irgendwann an dem Punkt sind, dass sogar eine grosse Versicherungsgesellschaft Interesse gehabt, uns zu kaufen. Yeah. Oder? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, also, was man dort alles muss angeben, kontrolliert wird, sogenannte Due Diligence, die gemacht wird, das ist unwahrscheinlich. Okay. Oder? Mm. Und für das muss man aber einen sauberen Background haben. Ich sage dort, das ist etwas vom Wichtigsten, Fleiss und sauber sein. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Absolut. Ich bin immer noch hängen geblieben beim Callcenter in Kosovo. Nein. Also, das ist eine schöne Story. Das würde ich gerne mal angehen. Einfach so einen Weekend-Trip machen. Du bist viel mal in Kosovo gewesen? Ich habe viel gesehen, ja. Also, am Schluss ist es so weit gesehen, dass der Artan irgendwelche Sachen abgemacht hat im Kosovo-Unter. Mit Leuten. Danach sind wir am Flughafen gelandet. Hat er gesagt, da ist dein Schlüssel. Ich so, was ist mein Schlüssel? Ja, das ist dein Schlüssel, ich habe ein anderes Auto. Ich so, wo gehst du durch? Ah, ich muss auch noch einen Termin, weißt du, nachher... Du bist alleine gewesen. Wir sehen uns später noch in Giacobbe. Ich so, okay, ja, ist gut. Du weißt ja, wo du fahrst. Ich so, ich weiss schon. Am Schluss bin ich einfach alleine dort. Das ist für mich wie. Und dann, weißt du... Ist das gleiche wie Baselstrasse? In dieser Zeit hat sicher gar nicht so viel Englisch können, weißt du? Nein. Ja, und... Kosovo ist ja nicht so extrem gross. Also relativ schnell weißt du, wo du durch musst, oder? Und es hat auch nicht Internet gegeben. Weißt, du hast nicht können sagen, du fährst hier. Das ist alle, ja, du hast nicht irgendwo gewusst, du hast jetzt dort einfach 3G. Hast du keine Navigation gehabt oder so? Nein, weil du meinst, weißt, starten, was, na, du bist ein Mietauto, du bist deine Uni? Ja. Wow, das schaffe ich noch heute nicht, also nach Prisernen. Also das ist einfach, aber... Ja, jetzt ist es einfach mit der Autobahn. Jetzt ist es einfach mit der Autobahn, ja. Damals hat es die Autobahn noch nicht gegeben. Ja, das meine ich, ja. Das ist wirklich kompliziert. Ja, das ist geil gewesen. Also, ja, ich habe mich so ein bisschen wie ein... Keine Ahnung, ein... wie sehen wir denn? Sozialhilfe gefühlt. Nein, es ist wirklich ist cool gewesen. Gute Zeiten gehabt, immer gut gegessen, immer gute Partys gehabt. Immer gute Hotels, sensationell. Wirklich sensationell. Gut, da weiss natürlich, wie es läuft. Ja, muss man nicht belehren.
Was ich gerne von dir hören würde, du hast ja auch noch einen anderen Traum gehabt, dass du in Kalabrien, von, kann man sagen, wo du bist? Ja. Asperina. Dir eine Villa dort aufbaust, wo man schon sehr viele Partys, also neben dem, dass David macht gerne Partys an alle, die kennen. Ich tue nur ganz kurz reinwerfen, sein Spitzname von mir ist mal erfunden worden, DJ David. Ja, voll, und er gerne Musik abladen oder singen. Ja, das, er macht immer sehr geile Stimmung. Ja. Nein, wie ist es? Muss Spass am Leben. Das ist so. Und eben, wie wichtig ist für dich, dass man Spass hat, aber du hast deinen Traum erfüllt. Und ich bin jetzt schon etwa viermal ich mit dir kommen oder sonst auch zweimal ohne dich dort gewesen. Es ist einfach ein Traum. Wirklich, wenn ich dort bin, du schreibst mir, hast mir schon mal geschrieben, also wie machst du das? Aber das ist, dort hast du so viel Energie, du siehst die Aussicht, das ist so auf dem Berg da oben und du siehst ganz, was ist dort unten? Wie heißt der Ort dort unten? Ah, Soverato. Ja, Soverato und Sonne. Wenn ein Satz anfängt, weißt du. Und ich habe dort oft immer draußen geschlafen, hey, Sonnenaufgang. Das ist, für mich ist das pure Energietankung, die ich immer dort erlebt habe. Aber, das Geilste war, du weißt, ob du das weißt. Er hat dort, glaube ich, du hast jetzt das erste Mal für den EAZ oder für den Gashi. Hast du dort ja, so Frauenfeld gehabt? Ja, hey. Gashi. Das war für den Gashi, oder? Ja, voll. Genau. Das war krass. Hey, danach habe ich gesagt, los, mir ist scheißegal, du kannst das machen. Aber du musst einfach am Samstag musst du in Kalabrien unten sein. Ja. Yeah. Ja, weißt du, da ist er am Donnerstag, glaube ich, hat er schon angefangen, oder? Mit dem ganzen. Ja, nein, er hat am Samstag, am Freitag den Auftritt gehabt. Freitag? Und dann hat er noch gesagt, kannst du noch einen Auftritt? Ich so, boah, wie will ich das machen? Ich so, shit. Dann ist er nachher ins Avalon, dann ist er vom Avalon direkt auf Bergamo gefahren. Das war der einzige Flug. Und dann hat Bergamo den Flüger genommen, auf zwei Salben, auf Lamezia. Und dann von dort den ganzen Tag durchgemacht, Party die ganze Nacht. Ja, das ist aber echt bei voller Energie. Aber eben, es ist, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht behaupten, da wäre ich nicht ehrlich, dass das ein Traum von mir war. Mhm. Also, ich habe mir nie vorgestellt, ich werde eine Villa in Kalabrien bauen. Das ist nicht so etwas, was ich mir das Leben lang gewünscht habe. Wieso? Weil ich bin in einem kleinen Dorf am Berg, sind wir haben zwar eine wunderschöne Aussicht aufs Meer, an den richtigen Orten, oder? Aber früher haben die nicht ein Dorf gebaut mit dem Sinn, wir wollen eine schöne Aussicht aufs Meer. Sondern sie haben einfach ein Dorf gebaut und eigentlich das ganze Dorf ist eigentlich dort, wo du das Meer nicht siehst. Also das ist so birrenweich. Aber ja, jedenfalls für mich ist das Kalabrien oder das Dörfli schön gewesen, herzig gewesen. Wir hatten als Kinder Spass gehabt, aber als junge Erwachsene war das sehr mühsam gewesen, weil es hat kein Bus, es hat keine Taxis. Es läuft schon etwas. Wir haben im Sommer schon etwas gelaufen. Also einfach so ein bisschen hin und her laufen und Kaffee trinken und aber alle Eltern sind auch auf der gleichen Straße gelaufen. Also und noch eine. Sie sagen, ja, hat sich eigentlich, und wenn du ans Meer gehen willst, meine Tanten und meine. Meistens ist das auch so etwas. Das würde ich heute auch nie machen. Meine Eltern, mich einfach da, David, geh mit deinen Tanten in die Ferien. Tschüss. Einfach vier Wochen. Adios. Und wir kommen dann nachher in die letzten zwei Wochen Ferien, kommen wir dann auch noch. Jedenfalls bist du da unten. Meine Tanten können alle nicht schwimmen. Oder? ist so. Die meisten Cousins von mir können auch nicht schwimmen. Danach eine, aber hauptsächlich die Aussicht aufs Meer. Genau. Ja, ich schwör's. Und danach eine, die haben nicht das Meer wollen. Keiner das Meer wollen. Also, das haben wir, ich, Simone und so, meine Cousins, Maurizio, haben wir so, komm, wir gehen Autostopp. Dann bist du Autostopp drunter gemacht. Und hast, wenn du Glück gehabt hast, hätte ich einen mitgenommen. Dann bist du vielleicht damals, weil es hat nicht so viele Einwohner, hast eine Zeit lang gewartet, bis dich jemand ist geholt. Dann bist du runter, bist du ans Meer. Oder? Kein Liegestuhl, nicht irgendwie ein Sonnenschirm, einfach ein Tüchli am Boden, dich verbrödelt. Der Classic, ja. Und dann bist du wieder rauf. Und dann ist einen riesen Psycho verwünscht. Also so ein Psychopath, wie der gefahren ist. Und der Simone. Und du fährst um die Kurve, Und der Simone hat sich in die Dose geschissen. Also weißt du, der hat fast davon brüllen.
Und danach sagt er so, hey, sorry, könntest du nicht ein bisschen langsamer fahren? Meine kleine Cousine hat Angst. Wir haben selber zu tun, Schiss. Scheiße. Ja, aber eben, es war nicht mein Traum dort. Aber dann habe ich einen Nachbar gesehen, oder einen Kollegen besser gesagt, dem, wo das Restaurant gehört, dort, wo wir immer essen. Da geht neben der Villa. Er hat die Villa neben meiner Villa, aber das Restaurant im Dorf, aber es ist ein traditionelles Restaurant, mega gut. Ja, und dann hat er dort einen Aushub gemacht. Und dann bin ich dort und habe die Aussicht gesehen. Dann habe ich gesagt, boah, das ist brutal. Also, wenn, dann würde ich hier etwas bauen. Da habe ich zwei, drei Leute im Dorf gefragt und dann haben meine Cousin, also besser gesagt in meiner Cousine, ihre Freund, hat dann nachher gesagt, ich kenne jemanden, der dort in der Nähe vom Nicola, das ist der Nachbar ist, ein Grundstück verkauft. Und ich so, ja, du, wie gross ist das Grundstück? Ja, 7700 Quadratmeter. Also wenn Sie sich mal vorstellen. Das ist riesig. Riesig, oder? Und ich so, ja, was will denn da für das Grundstück? Ja, ich glaube, er hat 25'000 Euro. Ich so, was? Also irgendwie 3 Stutz pro Quadratmeter. Ja, krass. Man hat ja fast Angst, dass er irgendwelche Altlasten hat oder so. Ja, genau. So ist. Ich so, ja, aber ist das normal? Also, das ist normal. Das ist sogar eher ein bisschen viel. Oder? Ich so, okay. Ich so, du, lass mal schauen, ob es wird verkauft. Und dann bin ich dort auf Mailand gegangen, dann das Geld gegeben. Notariat, Zeug und Sachen, alles gemacht. Dann habe ich das Grundstück gekauft im 2016, glaube ich. Mhm. Oder? Und dann habe ich zuerst mal versucht, eine Bank zu finden, wo man das finanziert. Keine Chance. In der Schweiz oder in Italien? In der Schweiz nicht, in Italien nicht. In der Schweiz finanzieren sie das nicht, weil es in Italien ist. Und in Italien finanzieren sie das nicht, weil du nicht ein Italiener bist. Also, ich bin zwar Italiener, aber nicht... Nicht domiziliert in Italien. Genau, nicht dort ansässig, oder? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, da wieder so einen, ich mach's einfach. So ein David-Move. Einfach so, ich mach's einfach. Und dann habe ich einfach einen Architekt genommen, geplant, da. Und dann habe ich dort angefangen zu bauen, im 2017. Im Juli 2017. Ja. Und zum Glück sind die langsam dort unten. Das ist ja so. Und dann haben wir, so habe ich immer wieder Zeit gehabt, um Geld zu verdienen. Ja. Ich hätte das sonst gar nicht können. Ich habe immer, weil es 2 Jahre gegangen ist, bis sie fertig ist, habe ich genug Geld können verdienen, um das ganze Haus Cash zu zahlen. Ja. Oder? Heute bin ich froh. Meine, ja. Es belastet mich nicht. Und dann im 19. sind wir dort reingegangen, haben wie sagen, die Ferien verbracht. Und es war ein Traum. Es war noch nicht alles 100%. Und dann bin ich dort gestanden und habe mir gesagt, wenn ich jetzt hier gehe, dann ist das einfach 1 Jahr leer. Da bin ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, Schatz, ich glaube, das ist der Fehler, den wir hier gemacht haben. Wenn jetzt das Haus 1 Jahr lang da steht, dann wird das, weißt du, wie kaputt gehen. Mm. Oder? Das muss ja leben. Genau, dann sagt sie, ja, wieso tust du es nicht irgendwie auf Airbnb? Und dann habe ich das, dann habe ich gedacht, das ist eine geile Idee. Ich habe das Handy genommen, ich habe ja schon einen eigenen Airbnb-Privat-Account gehabt, also privat im Sinne von, sind ja alle privat, aber... Ja. Gut, jetzt damit du Wohnung selber kannst eine Miete, oder? Und dann habe ich dann gesagt, wer der Gastgeber, habe ich das hat ausgefüllt, mit dem Handy Fotos gemacht, inseriert und am nächsten Tag, bam, schon. Sofort Buchung. Ich so, boah, krass. Scheiße. Da kommt einer, ein Schwede, oder? Für die ist das natürlich wie bei uns, wenn es 40 Grad ist im Oktober, wenn es bei uns 20 Grad ist. Jedenfalls kommt eine schwedische Familie und dann habe ich denen, das hat mir richtig Spass gemacht, ich habe denen alles organisiert. Ich habe denen Restis organisiert. Ich habe denen eine Oliventour organisiert, wo sie Oliven ernten konnten, dort essen zwischen den Bäumen. Mm. Dann sind sie die Oliven nachher pressen, haben ihr eigenes Olivenöl mitgenommen. Und da habe ich richtig gemerkt, wie geil ich das finde. Mm. Yeah. Und dann, nachdem ich es inseriert habe, dort in der Sommerferien, nach 2 Tagen noch einmal, boom! Noch eine Buchung. Juni 20, oder? Ja. Und ich so, scheiße, ich muss jetzt schauen, dass ich meine eigenen Daten blockiere. Ja, ich habe nicht mal gewusst, dass es geht. Ich dachte, ich habe Angst um meine Ferien gehabt. Dasselbe, das kannst du.
Ja, musst du noch eins gemieten. Ja, dann ist halt ein bisschen scheiße gelaufen dann im 20. Wegen Corona ist sehr viel storniert worden. Aber ich muss sagen, es war eigentlich schlussendlich die rentabelste Investition, gewesen, die ich bis jetzt gemacht habe. Krass. Also in Prozent habe ich keine Liegenschaft, die so rendiert wie die. Krass. Und die ist jetzt für den nächsten Sommer, haben auch schon Leute gebucht? Da kannst du schon nicht mehr buchen. Schon? Ganzen Sommer? Von, glaube ich, Juni bis Ende August keine Chance. Wow. Ich stell dir vor. Heavy. Hast du gerade nicht gedacht. Aber das ist das ja nicht mit der Intention gemacht. Das ist schon interessant. Und, das ist, ja, und ich mache das so gern. Also, aber hast du deine eigene Ferien jetzt können blockieren? Ja, ja, das mache ich. Das mache ich immer bis 25 blockiert. Schon. Cool, ey, cool. Nice. Ja, das ist etwas, wo ich, je nachdem, wie mein Leben geht oder nicht geht, das ist jetzt etwas, wo ich wirklich sage, das ist etwas, wo ich ein Ziel in meinem Leben, wo ich denke, dass klar ist, das ist, wie sagt man, das kann ich jetzt so sagen, aber das ist ein Ziel, wo ich kann, an mehreren Orten, schönen Orten, eine Villa zu kaufen oder ein Haus zu kaufen oder was auch immer und dann eigentlich immer wieder wechseln. Also dort, wo ich finde, dort könnte ich leben, dort gefällt es mir. Ein Haus kaufen, wenn ich nicht dort bin, vermieten und wenn ich dort, also und dann immer wieder switchen, je nach der Sonne. Ja, mega. Der Sonne hinterher. Ungefähr so, ja. Immer der Nase nach. Genau. Weißt du, hast du irgendwie ein... Weißt du, wenn du jetzt die Firma verkauft hast, du hast da mit Calabria läuft, dann in meiner Familie aus, du wohnst selber irgendwo. Irgendwelche neue Ziele. Weißt du, was reizt denn da wieder jetzt noch, wenn alles geklappt hat? Es, geschäftlich alles geklappt, Familie ist da. Vier Kinder. Du hast Lackschuhe, also gerade beim Turnen. Also, weißt du, mehr erreichen kannst du ja nicht mehr von dem. Ich schwör. Ich würde etwas können. DJ-Auftritt von 500 Leuten. Das habe ich im Fall ohne Scheiß mal meiner Frau gesagt, Schatz, ich könnte mir vorstellen, DJ zu werden. Ich habe Branko gesagt, meinst du, könntest du mir das beibringen? Ich kann dir das beibringen. Nachher sagt meine Frau, ganz sicher nicht. Weißt du, natürlich denkt er schon, ich bin irgendwo in einem Club bin. By the way, weißt du, jetzt sprichst du den Branko. Der Branko ist auch schon da. Wir haben die ganze Kontaktliste von dir. Weißt du was? Nächstes Mal, wenn du wieder so eine geile Party machst, leg doch du auf. Ich kann das nicht. Nur für eine halbe Stunde. Nein, du lässt immer die alle. Immer. Ja, aber ich habe keine Übergänge. Ich tue einfach Übergänge sind überbewertet. Wenn du DJ also bist, ja, dann musst du es. Also wenn du ins Penthouse gehst, dann ist es wirklich überbewertet. Schau, wenn du DJ bist, David. Wenn du DJ bist, dann musst du es können. Was Ben? Okay, das verstehe ich. Aber wenn du das jetzt machst und du hast einfach weiter noch, du hast direkt mit dem Finger weiterspulen, weißt du, die ersten 8 Sekunden führen. Amigo, das sind dann niemand böse. Das sind ja alle, so wenn ich dich bis jetzt kennengelernt habe, merken sie meistens gar nicht. Ich tue sie, es ist eine Taktik, dass ich sie zuerst abfülle, dann kann ich ja nicht schlafen. Dann merkt es nicht. Dann kannst du erst ab der 1, 2 aufkreiben. Ja, nein, es ist im Fall eine gute Frage, wo ich mir selber mich letztes Mal selber ein bisschen verängstigt hat, wo du vorher gestellt hast, bezüglich was hast du sonst noch für Ziel? Es ist noch eine spannende Frage, weil ich denke, dass ich in der Situation, in der ich heute bin, vielleicht etwa 20 Jahre zu früh bin, oder? Aber wow, das ist glaube ich der grösste Flex, den ich je gehört habe. Aber das eine, was ich mir könnte vorstellen könnte, sind eben an verschiedenen Orten schöne Wohneinheiten zu haben, wo ich selber gerne würde, auch eine gewisse Zeit vom Jahr leben. Und dann, wenn ich nicht dort bin, vermieten beispielsweise, das ist eins von meinen Zielen. Was ich sonst noch, ich sage jetzt mal, was ich planen tue, ich könnte mir gut vorstellen, weil eben, ich habe gerne Partys, ich habe gerne, wenn etwas läuft, ich tue auch gerne in den Leuten dienen. Also, das klingt jetzt blöd, oder? Aber zum Beispiel, ich tue in den Kunden, die in Calabria können wir Ferien machen. Ja, absolut. Ich biete denen etwas und ich komme für das kein Geld über. Also, eigentlich nicht mehr Geld als. Also, nein. Für deinen Aufwand den eigentlich. Den Concierge-Service, den ich ihnen biete, nichts über. Also, ich organisiere denen Massagen, ich organisiere denen Touren, ich organisiere denen
die Lounges in den besten Clubs. Oder? Also, wie soll ich sagen, ich gehe nicht zu diesen Leuten und sage, hey, du musst mir etwas geben. Oder? Ich mache das eigentlich nur, damit sie ein schönes Erlebnis haben bei mir daheim. Also, ja, weißt du, was ich meine? Ja, und meine Frau sagt immer, sie spürt das. Wenn wir im Sommer kommen und ins Haus, vielleicht das kann auch etwas sein, ja, wieso dass du dort so gut, dir so gut geht. Wenn du dort hinkommst, spürst du nur Freude und positive Energie. Mega. Die Leute mega haben alle Freude. Mhm. Also, absolut. Und ich glaube, wenn ich dort hineinkomme, dann ich komme in das Haus rein und ich spüre, dass dort die Leute Freude gewinnen. Es ist vielleicht, ich bin sonst nicht einer, der dort die Sachen glaubt. Aber das ist wirklich etwas. Und das ist jetzt etwas, was ich sage, könnte ich mir vorstellen. Eben, oder Gastronomie. Mhm. Haben wir ja jetzt ein Projekt, wo wir sagen wir mal, in Angriff genommen haben. Aber schlussendlich muss immer so sein, ich bin immer noch Geschäftsführer von der Versicherungsunternehmung. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Aber egal, was ich nebenbei mache, ich habe immer eigentlich die Leute, die es für mich machen. Also ich tue ja nicht, nicht meine Zeit investieren, gross. Jetzt außer vielleicht bei der Villa, wo ich wirklich eine private, persönliche Angelegenheit ist. Aber sonst versuche ich eigentlich immer mit Geschäftsführern, mit guten Leuten. Und das haben wir eigentlich immer gehabt. Oder? Wir wo wir den Luz geholt haben, habe ich gewusst, der Luz hat das und das und das gemacht. Oder? Habe ihn vorgeschlagen, dann ist er abgelehnt worden. Von Manu. Von Manu. Der ist auch da gewesen. Jetzt der Fall eben. Darum ist er eben nicht da gewesen. Nein, der Fall. Nein, das passt nicht. Das passt mir nicht, hat er gesagt. Ja, und danach dann ist das mit dem Will Smith passiert. Ja, genau. Und dann habe ich nochmal die Story, die du gemacht hast, in unseren Firmenchat hineingeschickt. Ich habe gesagt, schau, was er abgelehnt hat. Wenn er nicht noch einmal schaut, dass er vielleicht mit ihm das Ganze anschaut. Jedenfalls haben sie noch einmal geholt, okay, und dann plötzlich hat es gefunkt. Oder? Und dann sind sie unzertrennlich geworden, so halb. Ja, wirklich so. Ja, nein, haben wir überall immer gute Leute. Oh, also, wir haben einen sehr guten absolut Videograf, Fotograf, wir haben einen guten Grafiker, wir haben mit dem Bieler gute Leute, die eine Webseite designen können, wir haben mit dem Pero und Top IT. Wir haben mit dem Letz einen, der gut kann hinstehen und Sachen erzählen, die schlussendlich nicht eintritt. Nein. Nein. Wir sind immer so Visionär. Visionär. Also früher haben wir einen Blender genannt, heute nicht einen Visionär. Nein, der Letz hat eine extreme Energie. Ja, unglaublich. Und er kann die Leute mitreißen, oder? Und er kann sie dazu bringen, das zu erreichen, was sie sich vorstellen. Und das ist ein Gab. Und ich sage, die Kombination oder, von all diesen Menschen, die wir um uns herum haben, ich glaube, das zieht auch andere Menschen an. Mega. Also ich sage nicht nur andere Menschen sonst, sondern es zieht die guten Leute automatisch an, weil die guten Leute wollen in der Regel auch mit guten Leuten zusammenarbeiten. Oder? Genau. Und ich denke, das könnte so Ziel sein. So eine Gastrokette kombiniert mit Party, also Essen, Party, vielleicht, was mir ein Riesentraum wäre, wäre eigentlich ein geiler Beachclub. Boah, ja, das ist ich bin eigentlich schon dran gesehen. Mach das jetzt, dass wir noch jung sind, dass wir ja, das machen. Voll. Ich bin es dieses Jahr anschauen und Italien ist einfach eine Katastrophe. Für Beachclubs? Nein, einfach was bürokratisch. Das ist so. Also wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist und sich nachher die Sachen, sagen wir mal, anschaut und eben, sagen wir, wenn man dann die Differenzen anschaut, ist schon brutal, mit was sich die Menschen dort unten müssen umschlagen, wo es einem eigentlich verwehrt wird, erfolgreich zu sein. Ja. Hey Hammer, wir sind glaube langsam. Ich würde sagen, sonst gehen wir nachher noch weiter, wenn wir jetzt noch weiter über die Themen reden. Und tiefer rein. Hast du noch etwas als Abschluss an unseren 50.000 Zuschauer? 50.000. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Oder also als Schlusswort. Schlusswort. Du, als Schlusswort, ich sage, es gibt
es gibt viele Wege zum Erfolg. Es gibt viele Wege nach Rom. Ich nehme einfach immer Ding dazu, wo ich weiß. Nein. Jedenfalls, es gibt viele Wege nach Rom und ich sage, ich glaube, das Wichtigste ist, mit sich selber reden. Es klingt so dumm, wie das klingt, aber mit sich selber kommunizieren, tagtäglich, immer wieder das Gleichliche hineingeben. Und das tut irgendein das Ganze. Ja, manifestieren das. Ja, und selbstverständlich machen. Ich denke, das sind so. Der Tipp und eben der Fleiss, wo es braucht. Und ohne Fleiss geht gar nichts. Das beste Beispiel ist der Fußball. Du siehst in der Regel Top-Talent. Und am Schluss werden die Profis, die einfach am meisten durchgebissen haben. Das ist, ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, wo ich mitgeben kann. Und ja, dann schlussendlich ist jeder Weg ein bisschen anders. Also es gibt kein Erfolgsrezept. Du kannst sagen, ich mache das Buch auf und dann kommt es genau so raus. Aber wenn man vor allem ein bisschen etwas mitnimmt und es anwenden tut, dann klappt es. Sehr gut. Hey, danke dir vielmals. Sollen wir dich kennen? Wenn wir jetzt Outro machen, du gehst schon mal nachschenken. Wenn der Kühlschrank knöcher gewesen. Ja. Danke dir vielmals für deine Zeit, danke euch, dass du gekommen bist. Dass du schön, dass ich dürfen mit euch noch gewisse neue Wörter lernen. Ja. Props. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Hey, danke euch vielmals. Danke schön, David. DJ David in the house. Props. Thank you props. So much, dass ihr reingeschaltet habt. Liken, kommentieren, share. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. You know. We know. Buena noche. Yeah. Thank you so much. Talk it like loose tea.